Hallo ihr Lieben, ich bin Selina und ich baue im dritten Gartenjahr jetzt Gemüse an. Mein Ziel ist es, mich und meinen Partner ganzjährig auf 120 Quadratmetern mit Gemüse zu versorgen. Und ich nehme euch jetzt mal bei meinen Mai-Gartenarbeiten mit, was ich gerade so dort mache. Wir werden heute meinen Weißkohl, Rotkohl und Porree-Beet bepflanzen. Ich habe mir Anfang des Jahres einen Beetplan gemacht, um auch genau zu wissen, wo was hinkommt und so meine Jungpflanzen besser planen zu können. Ja, und das ist jetzt Sommerporree, den ich vorgezogen hatte aus Januar. Also ihr seht jetzt hier mal, wie groß der jetzt ist. Und da ich die Samen alle in einen Topf gesät habe, müssen die jetzt erstmal getrennt werden. Geht ganz gut, wenn man die in einen Eimer Wasser reinhält und die sanft lockert. Wir müssen nämlich jetzt jeden Porree einzeln da rausbekommen. Ich habe mir die auch ein bisschen nach der Größe sortiert. Und ganz spannend ist beim Porree, dass der besser wächst, wenn man den ein bisschen zurechtschneidet. Also der bekommt jetzt eine Frisur. Ich kürze die Wurzeln ungefähr zur Hälfte ein und auch beim Grünen schneide ich auch etwas ab. Und das Ganze mache ich natürlich auch mit dem anderen Porree. Das ist auch wieder Sommerporree, der wurde auch im Januar vorgezogen. Also ich hatte zwei Behältnisse. Und dann kann man auch das alles gleich schon pflanzen. Damit ich besser Unkraut jäten kann, mag ich mir gerne eine gerade Linie markieren im Beet. Und das Besondere bei Porree ist, dass man den nicht pflanzt und dann die Erde wieder zuschüttet, sondern dass man Löcher macht. Da kann man ganz gut einen Holzstiel nehmen. Und da kommen dann die Jungpflanzen rein. Dann steckt man einfach nur die Porree-Pflanzen in das Loch. Ich hatte manche ein bisschen zu tief, da musste ich dann noch ein bisschen die Erde zurecht machen. Und dann wird es einfach angegossen und dann schwemmt sich die Erde um den Porree drumherum und dann wächst der Porree da gut an. Ich habe jetzt 32 Sommerporree. In das Porree-Beet pflanze ich auch noch Rotkohl und Weißkohl. Ich habe hier die im Januar und Februar vorgezogen und die wollen jetzt auch unbedingt mal ins Beet. Ich hatte das Beet ja nicht früher fertig und deswegen hat das Ganze ein bisschen länger gedauert. Ja, und für den Kohl mache ich auch erstmal schön große Löcher. Ich mag gerne mehrere Löcher zeitgleich vorbereiten, das heißt erstmal die Löcher graben. Dann mache ich etwas Dünger mit rein, damit die auch genug Nährstoffe haben, um auch schön groß zu werden, weil Kohl braucht sehr viel Nährstoffe. Und dann gieße ich da auch wieder gut an. Damit die Wurzeln sich mit der Erde dort gut vermengen können und schnell neue Wurzeln bilden können. Kohl braucht recht große Abstände, deswegen mag ich mir gerne mit einem Zollstock das auch ausmessen, weil die Pflanzen ja am Ende recht groß werden und dann markiere ich mir mal die Stellen mit den Pflanzen und dann passt das genau rein. Das ist jetzt ein 5 Meter Beet und hier passen ca. 13 Pflanzen ins Beet hinein. Ach ja, ihr seht ja auch, das Wasser ist nicht weiß. Ich gieße tatsächlich mit Vinasse an. Das ist ein Flüssigdünger, den ich mit Wasser vermenge. Und dann kann nämlich der Kohl direkt die Nährstoffe aufnehmen und richtig schön wachsen. Als mein Kohl- und Porree-Beet dann fertig war, da kommt tatsächlich noch auf der anderen Seite Winterporree rein. Der braucht aber noch ein bisschen in den Anzuchttöpfen. Habe ich gedacht, endlich mal meine Kräuterspirale weiter auf Vordermann zu bringen. Ich hatte schon die eine Hälfte gemacht und wollte auch die andere Hälfte machen, weil das Fünffingerkraut
immer größer wurde und meine Pflanzen und Kräuter, die ich da drin habe, mehr und mehr überwuchert hat. Deswegen habe ich mal alle Steine auch entfernt und meiner Kräuterspirale einen richtig neuen Schliff gegeben. Und ich bin sehr zufrieden, wie es geworden ist. Ihr Lieben, ich habe die Kräuterspirale gerade mal fertig gepflegt. Also ich habe hier das auch noch auseinandergebaut und hier das ganze Unkraut noch drumherum entfernt. Ja, jetzt sieht die wieder einigermaßen hergerichtet aus, dass das jetzt nicht komplett überwuchert wird vom Fünffingerkraut. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Schafgarbe. Das hatte ich letztes Jahr hier hingesät. Das habe ich ein bisschen auseinandergetüttelt und wieder hingepflanzt, jetzt gegossen. Hoffe, dass das jetzt schön dort anwächst. Genau. Ja, und dann habe ich mir erstmal noch ein bisschen Salat geerntet. Ich esse gerade total gerne einen grünen Salat aus dem Garten. Ich habe dieses Jahr ja wahnsinnig viele Salatköpfe trotz Schnecken hinbekommen, ohne Schneckenkragen, mit Einsammeln einfach und meinen Salathüten. Ich pflücke total gerne einfach die äußeren Blätter ab beim Salat. Und mache mir dann da noch einen schönen Dressing dran, das schmeckt immer sehr lecker. Ihr Lieben, ich bin dabei, hier eine Schürze auszuschneiden. Ich habe nämlich bald ein neues Produkt bei mir im Shop. Ja, hier seht ihr meine Schürze. Ihr bekommt die auf selinatur.de. Mit meiner Schürze kann man richtig schön in der Küche herumwirbeln. Ich habe sie so gestaltet, dass man die Träger auf seinen Körper anpassen kann. Du kannst die Schnüre dir also individuell anpassen und die Länge und die Breite damit verändern, wie du es brauchst. Ich habe dann auch noch gleich mal meine anderen Produkte fotografiert, die ich auch schon seit Jahren nähe, zum Beispiel mein Leinenküchentuch und meinen Putzschwamm aus 100% Baumwolle. Und dann habe ich ganz neu dabei ein Filtertücher. Das kannst du auch für deinen Gärkorb verwenden, aber auch zum Filtern zum Beispiel von Joghurt oder anderen Sachen. Und ein kleines Filtertuch, das eignet sich zum Beispiel auch zum Filtern von Kaffee. Ich nähe mein ganzes Handgemachtes hier in meiner Jurte aus 100% Naturmaterialien und ihr findet die Produkte auf meinem Shop selinatur.de. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch dort. So ihr Lieben, ich habe jetzt mich mal hier weiter rangewagt. Rechts ist ja auch schon bepflanzt und die Pflanzen wollen hier noch rein. Und das ist jetzt die letzte Ecke da hinten. Also das habe ich gerade alles in 2,5 Stunden gemacht. Dass ihr mal wisst, wie lange das so dauert. Also ich denke mal 5 Schubkarren hier rausgefahren mit ja ganz viel so Gestrüpp, das so Brombeeren und Quecke und solche Sachen. Und genau die Ecke muss ich noch. Eigentlich wollte ich auch noch Holz pflanzen, aber ich habe so Rückenschmerzen. Und das mache ich lieber morgen in Ruhe in meiner Mitte dann. Das heißt, die Tomaten müssen noch mal einen weiteren Tag warten. Und hier seht ihr meine dreckigen Klamotten. Und dazu habe ich ein Interview von Cornelia Funke gehört. Das hat mein Bruder mir empfohlen. Und fand das gerade sehr, sehr, sehr schön zu hören. 2 Stunden. Und hierzu diese schöne Gartenarbeit zu machen. Hier baue ich mir immer so eine Konstruktion, dass hier richtig schön Schatten ist, weil ich nicht so gerne die knallige Sonne mag, muss ich wirklich sagen. Und auch Findus sucht sich immer die Schattenplätze und dann kann er hier auch noch liegen vor der Tür. Ich habe mir jetzt hier noch einen Tee gemacht und dann geht es jetzt für mich ab zum Gewächshaus. Ich möchte die restlichen Tomaten pflanzen. Ich schlürfe davor noch meinen Chai. Ich werde dann noch ein bisschen das Unkraut hinten die Ecke rausnehmen und dann geht's los. Mega schön. Hier ist meine Schattenkonstruktion. Also ich sitze meistens, wenn ich mich im Schatten bewegen möchte, eigentlich hier hin und kann so ein bisschen hier rauslinsen, aber habe jetzt dann hier ein bisschen Schatten. Genau. So seht ihr auch nochmal das von außen. Tatsächlich wollen hier immer die Schwalben reinfliegen und ich nutze das Tuch auch zum Abschrecken, dass sie da nicht rein wollen. Und hier habe ich noch ein paar Pflanzen, die jetzt gerade so leicht hier im Schatten stehen. Ach, die stelle ich am besten gleich hier runter. Die müssen noch ein bisschen abgehärtet werden, genau. Und ich finde, dass die Erdbeeren richtig kräftig aussehen. Also die gehen hier auf jeden Fall gut ab und da freue ich mich schon sehr auf die Ernte.
bevor ich mit der Gartenarbeit starte, mag ich sehr gerne mich auch erstmal mit meinem Garten verbinden und schaue erstmal die Pflanzen an, fühle erstmal rein an den Ort, wo ich jetzt erstmal wirken werde. Ich mag gern so einen Ruhemoment, bevor man dann loswirbelt, sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, ich habe hier gestern einfach abgebrochen. Also alle Eimer sind noch voll, die Schubkarre ist voll. Ich muss jetzt erstmal alles in die Schubkarre packen und die wegfahren. Warum ich dann manchmal so eine Aufgabe abbreche, das war zum Beispiel gestern, dass ich dann Gassi gegangen bin und dann habe ich gemerkt, wie spät es schon ist. Dann habe ich noch alle Pflanzen gegossen und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Also das passiert häufiger. Deswegen machen wir jetzt hier mal weiter. Ich zeige euch gleich nochmal kurz was. Ja, und hier sind die Tomaten, die schon Blüten haben. Und dann hat mich meine Schwester gefragt, warum ich die kleinen Tomaten gepflanzt habe und nicht diese großen, die schon auf dem Brunnenrand in meinem Stuhlreich hatte, die großen gepflanzt. Man kann aber die Pflanzen schräg pflanzen und den Stängel so ein bisschen reindrehen. Ich zeige euch das nachher, dass nur die Spitze rausguckt. Weil wenn ich die so einpflanze, ist sie ja schon fast an der Decke. Und bei Tomaten geht das. Da fault das nicht. Die entwickeln dann dort ganz viel Wurzeln und deswegen klappt das. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier mal ein schlaues Buch, das ist mein Gartenbuch, da steht immer alles drin, was ich hier machen werde. Die Beete sind vorbereitet, sie sind gedüngt und jetzt gehen wir mal auf meine Tomatenseite. Und dort habe ich eine Skizze gemacht von meinem Gewächshaus. Dort schaue ich jetzt rein. Ich habe geplant, dass hier in der Mitte, in dem mittleren Beet alle Fleischtomaten sind. Also alle Tomaten, die ein bisschen größer werden, also die Tomaten werden größer, die Pflanzen an sich sind meist nicht so hoch. Meistens sind so die Cocktailtomaten oder sowas, die größer werden, also die kleineren Tomätelchen. Da sind die Pflanzen größer, die wachsen mehr in Länge. Und deswegen kommt die in die Mitte, damit die nicht so rauswuchern. Die ganzen Fleischtomaten, ich habe da zum Beispiel die Cherny Prince, German Gold, Capsea, Voyage und kleines Ochsenherz und sowas. Und rechts kommen ein paar Cocktailtomaten, da habe ich die Datterino, Zuckertraube, Multiflora, Dattelwein, Yellow Submarine. Und ich habe noch von meiner Schwester drei Pflanzen bekommen. Die kriegen hier auch noch einen Platz. Also ja, werden wir jetzt mal pflanzen. Ich werde hier vorne noch zwei Paprikas machen, hinten noch eine Gurke. Das teste ich jetzt mal. Also die drei in Kombination Paprika, Tomate und Gurke, wie sich das macht. Und ich freue mich jetzt riesig, hier die Pflanzen endlich reinzupflanzen. Das Buch lege ich mir hier hin und jetzt sortiere ich hier mal die Pflanzen ein. Ich mache mal einen Zeitraffer dabei an. So ihr Lieben, ist alles einsortiert und jetzt seht ihr mal, also wie hoch die teilweise ranken. Ich zeige euch dann gleich mal, wie das nämlich dann aussieht, wenn das eingepflanzt ist. Die werden dann relativ tief gepflanzt, also es sind ja so sehr lange Pflanzen hier geworden. Die Töpfe sind Platzhalter, da kommen Gurke, Tomate, Tomate noch hin und dort kommt eine Gurke und Tomate hin. Also das sind so Platzhalter nochmal für verschiedene Pflanzen. Wollte ich nur nochmal zeigen, also wie lang die hier wachsen und wie die dann gleich eingesetzt aussehen. Also ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das hier mit der Tomate mache. Hier ist auch noch eine Paprika, die pflanzen wir gleich. Aber ich erkläre euch das jetzt hier mal, das ist ein German Gold. Als erstes machen wir erstmal ein schönes, tiefes Loch. Ich gieße das Loch immer richtig gut an. Also da kommt jetzt viel Wasser rein, nachher 5 bis 10 Liter. Also ich mache jetzt fast die ganze Gießkanne rein. Weil du musst dann am Anfang erstmal die Tomaten nicht mehr gießen. Also du gießt jetzt einmal richtig kräftig an, dass sie richtig schön Wasser hat. Hier ist irgendwo ein Loch, das sickert auf jeden Fall sehr schnell ab. Und jetzt ist die ja saulang und wir wollen die nicht so lang haben.
Ich werde die jetzt bis so tief tatsächlich pflanzen. Das heißt, wir entfernen alle Blätter. Die knipsen wir hier ab, machen die hier rein in das Loch. Und dann mache ich hier das so ein bisschen schräg. Jetzt hole ich die Pflanze hier aus dem Topf, stecke die hier in die Schräge rein. Drehe mir das so ein bisschen zurecht, wie ich das gerne hätte. Und so soll die jetzt gepflanzt werden. Der Stiel ist also hier mit im Loch drin und der entwickelt Wurzeln. Also wir befestigen das jetzt hier schon mal vorsichtig. Das unterste hier machen wir auch noch ab, weil das soll nicht auf dem Boden liegen. Und jetzt ist diese lange Tomate sehr klein geworden und steht jetzt hier nicht bis hier oben, sondern ist schön hier unten. Die entwickelt hier tatsächlich auch schon Blüten. Und so pflanze ich jetzt die ganzen Tomaten. Und dann sieht so aus, als wären die gar nicht so groß gewesen. Die entwickelt da schön Wurzelwerk. Bei der Paprika ist das ein bisschen anders, da können wir das nicht so machen. Die ist aber auch gar nicht so gestielt. Also die ist ja in Ordnung angewachsen. Das heißt, ich mache ein kleineres Loch, Dünger rein. Okay, die Gießkanne ist leer. Hier gieße ich nicht ganz so viel an, also nicht 10 Liter wie bei der Tomate jetzt. Und die wird nicht tiefer gepflanzt. Also die bleibt so, wie sie jetzt ist. Weil die kann ja auch unten faulen. Ich werde das jetzt hier die ganze Reihe weitermachen und ich mache aber einen Zeitraffer und dann könnt ihr einfach mal beobachten, wie das aussieht. Tatsächlich muss ich für jede Pflanze eine Gießkanne holen. Das heißt, es ist viel Gießkannenschlepperei jetzt. Ich werde jetzt hier noch Basilikum pflanzen. Meine Schwester hat mir zwei solcher Töpfe hier geschenkt. Die hat sie aus dem Bioladen besorgt. Ich habe auch selbst gezogenen Basilikum, den habe ich schon im Freiland gepflanzt. Und jetzt im Gewächshaus werde ich auch nochmal hier welche pflanzen. Ich wässere den jetzt hier im Eimer, dass sich die Wurzeln ein bisschen lösen. Also da darf jetzt hier mal kurz im Wasser ein bisschen schwimmen. Und dann trennen wir den, weil das ist ja viel zu dicht gepflanzt. Also wir können da mindestens den mehrmals halbieren und dann hier hinpflanzen. Also ich hole jetzt mal Wasser, dass wir den dann noch gießen können und das weicht jetzt erstmal kurz hier ein. Wasser ist geholt, der hier ist ein bisschen eingeweicht und jetzt trenne ich mir hier so Stücke raus, dass ich so immer 3 bis 4 Pflanzen zusammen habe. Hier haben wir jetzt mal so, das hier mache ich jetzt noch kleiner und dann lege ich die hier zwischen, weil ich will immer zwischen die Tomaten Basilikum haben. Jetzt machen wir hier kleine Löcher, nicht zu tief. Gießt die ein bisschen an. Und da kommt der Basilikum rein. Ich bin jetzt hier mal so fertig mit den Pflanzen. Ich habe jetzt hier noch Schnur und die Schere und ich muss jetzt jede Tomate noch mit einer Schnur befestigen, nach hoch, nach oben binden. Aber mir ist es jetzt zu heiß, deswegen werde ich das heute Abend machen. Ich wollte euch das nur schon mal zeigen. Ich werde das euch aber einer zeigen, wie ich das machen werde. Und zwar messe ich mir hier immer 3 Armlängen ab. 2, 3. Das sind knapp 3 Meter. Dann befestige ich mir hier die Schnur an der Pflanze und ich mache die länger, die Schnur, damit man die Pflanze später dann ein bisschen runtersacken lassen kann oder woanders hinhängen kann. Und deswegen, ich bündel mir die jetzt erstmal hier. Ah ja, ich wollte hier auch noch eine Schnur von vorne bis hinten ziehen. Das machen wir auch nochmal. Das können wir tatsächlich jetzt mal machen. So, dann wickele ich mir das hier so auf, mache hier einen Knoten, dass ich das
dann öffnen kann, wenn ich es brauche. Und da es ja bullenheiß ist, hier wahrscheinlich auch ein knallrotes Gesicht, werde ich das abends machen, wenn es ja nicht mehr zu heiß ist. Und dann ziehen wir ja von jeder Pflanze nach oben eine Schnur. Ich mag das gerne jetzt schon am Anfang machen, dass wenn die jetzt schon höher wachsen bald, dass ich dann nicht mehr zu tun habe, dass ich nur noch ausgeizen und hochranken lassen muss. Mir ist so heiß, ich gehe jetzt hier raus. So ihr Lieben, auf geht's zum Tomatendach. Da werde ich mich jetzt um die Tomaten kümmern, die jetzt hier vorne noch in den Kisten stehen. Und ja, ich habe mich bereit gemacht und wir gehen da mal hin. Ich zeige euch mal, wie es vorher aussieht und dann danach. Das hier ist das Tomatendach. Man sieht schon, also ein Dach. Und das hier ist meine Hälfte sozusagen. Also von diesem Pfosten zu diesem Pfosten. Und ihr seht hier, ist tatsächlich Mangold, der überwintert hatte. Und hier haben wir ja viel so Vogelmeere. Also die lässt sich relativ leicht rausholen. Aber sonst ist hier auch gar nicht so viel Unkraut. Weil ja hier nicht geregnet hat oder sowas. Hier muss ich auch gut angießen. Und hier ist die Hälfte von meiner Schwester. Die hat schon ihre Tomaten gepflanzt. Oder sind keine, also hier. Ich werde mich jetzt hier mal um die Hälfte kümmern. Ich gebe euch gleich ein Update. Filme mich jetzt hier nicht, weil ich telefonieren werde mit meinem Handy. Und werde das jetzt hier in Ruhe mal alles rausrupfen. Und dann die Beetreihen vorbereiten. Hier kommen 4 Beetreihen rein. Das zeige ich euch gleich. Und dann kann ich hier pflanzen. Also, let's do it! Ja, dann starten wir hier mal rein. Ich freue mich jetzt riesig. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß hier unterm Dach, weil es ist richtig blauer Himmel und Sonnenschein. Schauen wir mal, wie gut ich hier vorankomme und verwandeln wir das hier mal ein schönes Tomatenbeet. So, ihr Lieben, 3,5 Stunden später bin ich 2/3 fertig. Also, man sieht hier vorne den Bereich, der ist nicht fertig. Von dem Pfosten bis so 1/3 hier. Aber hier vorne habe ich alles fertig Unkraut gejätet. Das ist ein Teil davon, nicht alles. Meine Schwester meinte auch, ich soll das nicht so weit wegkarren. Sie braucht das, sie muss wohl ein Loch füllen und braucht Unkrauterde. Und deswegen habe ich ihr das da mal hingelegt und dann kann sie sich das holen. Ziemlich cool. Ich habe 3,5 Stunden mit meinem Papa telefoniert. Er meinte gerade, boah, weißt du, wie lange wir gerade telefoniert haben, während du hier Gartenarbeit gemacht hast? Ich konnte gerade auch nicht glauben. Und soweit haben wir es geschafft. Und jetzt muss ich hier noch den Teil. Das mache ich aber, ja, wann anders. Jetzt muss ich erst mit meinem Hund Gassi gehen und sowas. Und sehr weit geschafft. Wir haben gerade darüber geredet, also mit meiner Schwester, hat sie meine Hand eben angeguckt und meinte, krass, dass ich hier jetzt so Spielen entwickle durch die Gartenarbeit. Aber ich finde es voll schön. Also, jetzt sind wir nochmal hier in der rechten Hand, dass die sich so verändern. Seit ich hier gärtnere und auch hier wohne. Mega. Ich wollte euch noch ein Update geben von den Tomaten. Ich habe das nämlich noch mal alleine weitergemacht. Vorne die Stelle muss ich noch. Ich habe hier auch schon die Tomaten stehen, die da noch rein müssen. Aber das sind jetzt die Tomaten, die hier schon reingepflanzt sind. Die waren auch alle etwas höher und die habe ich wieder tiefer gepflanzt. Das sind alles Freilandsorten und ich werde die mal alle testen, wie gut die hier anwachsen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich habe noch mehr gefilmt. Aber das Video wird zu lang und deswegen kommt das ins nächste Video. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es, bei meiner Gartenarbeit mit zuzugucken. Und ich freue mich riesig auf dein Abo. Ach ihr Lieben, ich habe meinen Podcast wieder aufgenommen. Ihr könnt hier meinen Weg zur Selbstversorgung folgen. Ich werde da jeden Monat eine längere Folge aufnehmen und meine Gartengedanken mit euch teilen. Könnt ihr auch super zur Gartenarbeit hören. Ja, wenn du eine Schürze brauchst oder andere tolle handgemachte Helfer von mir genäht, dann schau gerne auf meinen Shop selinatur.de vorbei. Dort habe ich auch andere tolle Gartenhelfer wie meinen Gemüseaussaatkalender und meinen Gemüsebeetplan. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Mai noch und eine schöne Gartenarbeit. Und ja, alles Liebe, macht's gut. Tschüss!